Hoffmann warnt vor Euphorie, bleiben Verein im Krisenmodus. Bernd Hoffmann, 55, hat nach seiner dauerhaften Berufung zum Vorstandsvorsitzenden vor zu großer Euphorie beim Zweitliga-Tabellenführer Hamburger SV gewarnt. Wir bleiben ein Verein im Krisenmodus. Wir haben eine wirtschaftlich unglaublich herausfordernde Situation, sagte Hoffmann am Donnerstag. Es gibt überhaupt keine Begründung, nach dem fünften Spieltag schon irgendeine Entwarnung zu geben. Der gelungene Saisonstart gebe Rückenwind, den wir spüren, so der Clubchef. Wir sind auf einem guten Weg. Der Verein habe eine klare Idee, in welche Richtung er möchte. Solides Wirtschaften, sportlicher Erfolg, Ruhe, das ist unsere zentrale Ausrichtung, sagte Hoffmann, der am Mittwochabend vom Aufsichtsrat zum Chef der HSV Fußball AG bis 2021 bestellt worden war. Punkt. Sein Präsidentenamt wird er künftig nicht mehr ausüben.